Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, na, nennen wir es mal einen kleinen Workshop, To-Do-Tipps und Tricks, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, zum Thema Linux. Ja, wir werden in nächster Zeit ein bisschen häufiger mit Linux zu tun haben und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe euch mal heute ein bisschen einen Grundstück, was Linux-Befehle anbelangt. Und bevor wir jetzt hier lange rumsabbeln, fangen wir einfach mal mit dem ersten Befehl an. Der erste Befehl ist der Befehl ls. ls steht für List und damit kann man sich Inhalte eines Ordners anschauen. Ls kann auch mit Optionen gefüttert werden. Wenn wir zum Beispiel ein ls-l machen, heißt das eine lange Anzeige, long. Und da sehen wir ja schon jede Menge ganz dubiose Dinge. Unter anderem sehen wir hier links die Dateiberechtigungen. Gehen wir gleich noch drauf ein. Das ist ein Counter. Der Benutzername, dem die Datei gehört. Die Gruppe, dem die Datei gehört. Die Größe der Datei. Die letzte Modifikationszeit der Datei. Und den Dateinamen. Anhand der Farbgebungen kann man sich zum Teil schon denken, wofür diese einzelnen Dateien sind. Wichtig ist dann noch vorne die Berechtigungen, und also Berechtigungen in Form von, wo jetzt hier gerade RWR oder RWRW steht. Da kommen wir gleich noch beim anderen Befehl dazu. Und wichtig ist, wem die Datei gehört. Aber das schauen wir uns dann gleich noch etwas länger an. So, dann gibt es hier noch ein paar weitere Optionen, und zwar ist das jetzt schon fast der fortgeschrittene Modus. Wenn wir ein T hinten dran hängen, noch an die Option, wird das nach Uhrzeit sortiert. Das seht ihr hier. Und man kann das Ganze auch nach der Größe sortieren. Size. Große S, Entschuldigung. So, nach dem großen S. So, und einen letzten will ich euch noch, zwei will ich euch noch mitgeben. Wenn wir da noch ein kleines R hinterher setzen, wird die Anzeigereihenfolge geändert. Ja, das geht mit dem und das geht mit dem. Und ein noch relativ wichtiger ist der A für alle Dateien, all. Da werden auch sogenannte Punktdateien mit angezeigt. So viel erstmal dazu. Der nächste Befehl, den wir uns anschauen wollen, sind eigentlich, ja, um genau zu sein, sind es eigentlich drei Befehle, die man da zusammennimmt. Und zwar, wir haben gerade gelernt, wenn wir ls-l machen, sehen wir eine lange Liste der Verzeichnisinhalte. Und wir haben jetzt hier eine neue Datei dazu bekommen, und zwar die Datei lorem. Wenn wir jetzt mittels cat diese Datei anschauen, das heißt concatenates and prints files, dafür steht dieses Wort cat, können wir uns die Datei anschauen. Ja, super. Jetzt ist die Datei aber zu groß, um sie auf dem Bildschirm auf einmal anzeigen zu lassen. Dafür gibt es jetzt eine Handvoll von Befehlen, wie man das weitermachen kann. Eine der gängigen ist das Kommando tail, wie Anhang, Schwanz, wie auch immer. Wenn wir das jetzt hier machen, sehen wir nur einen hinteren Teil. Hier. Und mit dem Befehl head können wir uns den oberen Teil der Datei anschauen. Ja, und das ist oftmals so, wenn man sich Logdateien anschauen möchte und dann hinten dran quasi anschauen möchte, was passiert jetzt hier alles. Dann verwendet man den tail-Befehl, meistens mit der Option -f. Das können wir jetzt mal hier simulieren. So, und jetzt haben wir die Datei. Jetzt machen wir da einfach mal Folgendes. Wir machen genau. In eine neue Zeile. No. So. Jetzt haben wir gerade eine neue Zeile dazu bekommen. Die Datei hat sich geändert. Das ist eine Zeile hinten dran gekommen, die Datei. Und die wird uns bei einem tail-f für permanente Änderungen anzeigen mit angezeigt.
Das sind eigentlich die relativ wichtigen Geschichten. Jetzt kann man, wie kommt man hier wieder raus aus dem Terminal? Man drückt die Steuerung und die C-Taste und dann ist man wieder da. Und der letzte zum Anzeigen von Dateien ist der Less-Befehl. Es gibt viele andere, das weiß ich auch, aber das ist eine der gängigeren, der ist bei den meisten Installationen mit dabei. Und genau das ist das, was ich euch auch zeigen möchte. Es gibt immer ganz viele Befehle, mit denen man das auch anders machen kann. Das ist mir völlig klar. Unter Linux gibt es Befehle wie Sand am Meer. Aber es ist auch so, bei dem einen System gibt es die eine Version, beim anderen System gibt es eine andere Möglichkeit, es sich anzuzeigen. Aber die, die ich euch zeige, sind bei fast allen Systemen mit dabei. Deswegen braucht man sich da von System zu System nicht wirklich umstellen. So, der Less-Befehl ist relativ komfortabel. Wir sehen jetzt den ersten Teil der Datei und können mit den Cursor-Tasten hier einfach runter und rauf blättern. Und dann können wir mit der kleinen Taste G, nein, mit der großen Taste G ans Ende springen, um der kleinen Taste G, wie Gustav, wieder an den Anfang springen. Und wenn wir aus der Datei heraus wollen, drücken wir einfach die Q-Taste und alles ist so, wie wir es gewohnt sind. Auch hier gibt es noch etwas Schönes, das wissen die wenigsten Leute. Wenn wir am Ende sind und die Shift-F-Taste drücken, sehen wir jetzt links unten Waiting for Data, Interrupt to Abort. So, und dann schieben wir einfach nochmal hinten dran noch eine Zeile rein. Ich bin eine noch neue Zeile, ich bin ein. Deutsch ist vielleicht schwer heute. Ich bin noch eine neue Zeile. Da können wir dasselbe machen. Wissen die wenigsten Leute, dass es das gibt? Muss man auch nicht alles immer wissen. Ist manchmal ganz praktisch. Auch hier wiederum, wenn man Logdateien sich anschauen möchte, man schaut sie von oben nach unten durch oder geht ans Ende. Ja, kommt jetzt gerade noch was rein, dann drückt man Shift F wie Friedrich und dann sieht man, was für neue Zeilen alles reinkommen. Ist manchmal ganz praktisch, muss man nicht immer haben, aber ist auf jeden Fall praktisch. So, jetzt sind natürlich solche Dateien immer schön und groß und gut und wunderbar, aber wenn ich jetzt etwas herauskriegen möchte, was in dieser Datei drin steht, kann man Folgendes machen. Wir können uns jetzt die Datei anschauen und merken, sie ist viel zu groß. Klar. Jetzt möchten wir aus der Datei etwas herausholen und greppen nach dem Pattern, nach dem Suchmuster. Ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, wo der Grep herkommt, aber es spielt jetzt auch mal gar keine Rolle. So. Und das Schöne dabei ist, bei den meisten Distributionen ist es so voreingestellt, dass die Trefferstellen farbig markiert werden. Jetzt haben wir quasi alle Zeilen, in denen der Begriff Lorem vorkommt. So, jetzt ist es aber so, jetzt könnte ja eine Groß-Kleinschreibung vorkommen. Deswegen nehmen wir ein Minus-I da für Case-Insensitive. Und geben hier Lorem ein und kriegen natürlich jetzt hier wieder dieselben Treffer, weil das immer gleich geschrieben ist. Aber wir könnten jetzt auch nach dem hier suchen und dann würde es uns auch in klein angezeigt werden. Ja, dieser Befehl zeigt es uns in groß und in klein an. So, und jetzt gibt es natürlich noch einen schönen Befehl, wie viele andere, und zwar den Befehl PS. PS steht für Prozessansicht. Bin mir jetzt nicht. Lass mich mal ganz kurz schauen. Prozessstatus, genau, das war's. Ha, ich habe mir nur hier ein bisschen was zusammengeschrieben. Prozessstatus, genau das ist es. So. Mit dem PS-Befehl sehen wir, welche Befehle gerade bei uns auf dem System laufen. Jetzt werdet ihr sagen, das ist aber ein bisschen sehr wenig. Ja, das sind nur die Prozesse, die aktuell in dem Terminal laufen, in dem wir uns befinden. Terminal ist immer diese Eingabeaufforderung für die Windowsianer. Und in diesem Fenster laufen gerade zwei Befehle. Bash, das ist quasi der Befehlsinterpreter. Born Again Shell heißt das Ganze übersetzt. Und in dem läuft gerade der Befehl PS. So, wenn wir jetzt die alten Unixianer kennen, das da hier, da seht ihr, was hier alles auf meinem System läuft.
Ihr seht unter anderem auch, dass da gerade ein paar Dienste im Hintergrund mitlaufen. Ja, ist halt dann so. Unter anderem bei mir halt momentan OBS, weil mit OBS nehme ich das Ganze auf. Und es sind natürlich wieder ganz viele Dinge, die da im Hintergrund mitlaufen. So läuft dann noch World of Warcraft. Hallo? Hatte den Prozess nicht beendet? Das ist aber doof. Mal hier auf die Finger kloppen. Ich meine das jetzt hier. Das da hier, das hier, das hier, das hier. Weil wir vorhin eine Runde World of Warcraft gezockt haben. Unter Lutris. Naja, gut, egal. Da sehen wir schon mal etwas mehr. Und für die neuen Linux-Gurus, ja, die ihr vielleicht mal werden wolltet, nimmt man den AUXW. So, wir fangen aber mit dem AUX an. AUX zeigt uns relativ viele Informationen an. Wir machen jetzt hier folgendes: ein Pipe-Zeichen und ein Less, und dann sehen wir schon ein bisschen mehr. Wir sehen hier in der Übersicht in der linken Spalte, unter welchem Benutzer der Prozess läuft. Wir sehen die Prozessnummer, die CPU-Auslastung, die Speicherauslastung, Virtual Size, Reserved Size, auf welchem Device das läuft, brauchen wir es nicht. Start, das geht jetzt hier viel zu weit. Wann das Ding gestartet wurde und wie viel Zeit das mittlerweile vom Prozessor verbraucht hat. Der Init-Prozess hier hat das hier verbraucht. Und da können wir jetzt hier einfach durchgehen bis zu irgendwo da unten. Da sehen wir zum Beispiel, dass OBS mittlerweile 20 Minuten meines Prozessors an Zeit verbraucht hat. Ja, auf meinem System läuft so einiges. Ich starte das auch relativ selten neu, weil muss man nicht wirklich machen. So, und wenn wir hinten dran noch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, hier sieht man es gut. Wir sehen an dieser Zeile hier, und da läuft OBS, OBS Browser Page mit bla 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 bla. Und hinten fehlen Zeichen oder da oben fehlen Zeichen. Wenn ich das Ganze jetzt mit einem W versorge, straft er mich Lügen. Mit mehreren Ws wird dann noch mehr angezeigt nach hinten hin. Und jetzt sehen wir hier Debug, Log Severity, Disable, Language, DE, DE, buh, Wahnsinn. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, das geht hier auf jeden Fall. So, nachdem wir uns das hier angeschaut haben, ist es natürlich auch recht müßig, in diesem Zusammenhang nach Prozessen zu suchen, die besonders viel CPU-Zeit oder ähnliches verwenden. Dafür gibt es hier nochmal einen extra Befehl, der nennt sich TOP. TOP ist ein ganz tolles Tool, TT, mit dem wir sehen, welcher Prozess auf unserem System momentan am meisten CPU-Zeit frisst. Im Moment ist das OBS, ja. Und das, was drunter kommt, Xorg und Pulse Audio. Xorg ist die grafische Oberfläche, ist falsch ausgedrückt. Es stellt die Möglichkeit zur Verfügung, eine grafische Oberfläche darzustellen. Pulse Audio ist für Soundausgabe, Eingabe und so weiter. Und ihr seht, hier ändert sich rauf und runter andauernd was. Ihr seht hier auch 44% CPU. Klingt nach extrem viel. Das ist richtig. Das klingt nach wirklich viel. So, was wir hier oben aber sehen ist, die CPU wird nur zu ungefähr 7% belastet. Das sind die Werte da vorne dran und hinten dran. Und das da hier ist quasi der Wert, der uns sagt, wie viel wir von der CPU noch frei haben. Ja, Moment, aber der sagt doch hier 46% CPU. 46, 45, 46% von einer CPU. Wenn wir jetzt hier nämlich mal die 1-Taste drücken, also die Nummer 1, sehen wir, wie viele CPUs in diesem System stecken. 12. Da sagt er, was hast denn du für eine Kiste? Das ist ja unglaublich. Nee, nicht ganz. Das sind nämlich CPU-Kerne und zusätzlich Hyperthreads. Und bei mir ist momentan ein AMD Ryzen 1700 verbaut. Oder Rüsen oder wie auch immer man das so sagen wollte, ist mir völlig egal. Ich sage Ryzen. Ein 1700er verbaut. Der bietet 8 Kerne und 8 Hyperthreads. Und ich habe nicht alle in dieser Maschine zugewiesen. Das ist dieses Thema Unraid. Da werden wir auch nochmal
darauf nochmal kommen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, ein paar Sachen jetzt erstmal aufgenommen. Hatte ich schon vor einer Zeit erzählt. Und ich wollte mal gucken, wo ihr am meisten darauf reagiert, wo, in welche Richtung die Reise gehen soll. Ist ja auch ein bisschen für euch und ein bisschen von mir eher herumexperimentieren. Ich bin eh mal gespannt, was da aus dem ganzen Zeugs wird. Also von daher. So. Das ist top. Da will ich gar nicht so weiter drauf eingehen. Wenn ihr nochmal die 1-Taste drückt, dann gehen die ganzen CPUs wieder zurück. Ist eine sehr gute Möglichkeit, um mal zu gucken, ob es einen Prozess gibt, der in eurem System gerade für Furore sorgt. Genau darum geht's. So, und jetzt gibt es auch noch einen schönen anderen Befehl noch. Wenn ihr wissen wollt, was an eurem Rechner netzwerktechnisch geöffnet ist, gibt es den Befehl netstat. Und den kann man sich eigentlich relativ einfach merken, denn man muss ihn mit Optionen füttern. Alles andere nützt eigentlich nicht allzu viel. Und zwar Tulpen, wie Tulpen, nur ohne i. Und da seht ihr dann gleich, welche Ports an eurem System alle offen sind. Gut. Wenn hier zum Beispiel steht 127.0.0.1, Localhost, Home Sweet Home, dann ist das nur für die Maschine selber offen. Wo hier 0.0.0.0 steht, ist das auch für das Netzwerk geöffnet. Da könnt ihr also relativ schnell sehen, ob und was hier an der Maschine geöffnet ist. Wenn ihr euch mal über eine Portnummer wie zum Beispiel 53 nicht sicher seid, was das ist, könnt ihr Folgendes machen. Wir nehmen grep, haben wir vorhin schon mal gelernt, aus der Datei etc services und sehen hier den Begriff Domain. Das steht für den DNS-Server, Domain Name Server, der mittlerweile auf fast jedem Linux-System irgendwo läuft. Ja. So, und jetzt haben wir noch einen weiteren schönen Befehl. Und zwar, wenn wir schon über Netzwerk sprechen, sollten wir auch über den IP-Befehl sprechen. Der IP-Befehl hat ganz viele Optionen, ganz viele Möglichkeiten. Die wichtigsten sind IP-ADR-LS, kann man auch ein bisschen weiter ausschreiben. Der zeigt mir, welche IP-Adressen auf meinem System gerade zur Verfügung stehen. Sieht bei mir alles reichlich kompliziert aus. Bei euch müsste es im Normalfall ungefähr das hier sein. Das ist quasi eher selber, wenn er mit sich selber übers Netzwerk sprechen möchte, kann er das tun. Dann geht das nicht über Netzwerkkarte raus rein, sondern geht über CPU. Und das hier ist quasi meine physikalische Netzwerkkarte mit einer dynamisch zugewiesenen IP-Adresse und einem 24er Netzmaske. Netzmasken, Netzwerk, wenn euch das interessiert, da können wir gerne mal ein bisschen rumrechnen. Ist ein reichlich trockenes Thema eigentlich, aber mein Gott, ist halt so. Und dann gibt es noch eine andere Sache, IP-Root LS. Hier wird angezeigt, wie euer Rechner Pakete von A nach B schicken möchte. Für die meisten ist eigentlich nur die oberste Zeile wichtig und interessant. Das hier ist bei mir mein Default Gateway, sprich der Router, der mich mit dem schönen weiten Internet verbindet. Es gibt noch ganz viele weitere Dinge, die uns das Ding anzeigen kann. Moment, was war das? Den habe ich nicht im Kopf. Auch nicht aufgeschrieben. Nein, ist auch nicht so wichtig. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. So, wenn wir noch Folgendes machen: EMP1S0 P1 zeigt uns zum Beispiel nur eine Netzwerkkarte an. Das ist ein relativ umfangreicher Befehl, unglaublich umfangreich. Aber die wichtigsten sind IP-ADR-LS und IP-ROOT-LS. Mit diesen beiden Befehlen könnt ihr euch anzeigen lassen, welche IP-Adresse habe ich und wohin würde mein Rechner mich führen, wenn ich weiter raus will. Default Gateway. Das ist der wichtige Punkt. Das müsste im Normalfall euer Router sein. So, an der Stelle machen wir jetzt noch ein bisschen mit Festplatte weiter. Genau, Festplatte. Festplatte ist eine sehr gute Idee. Und zwar haben wir die Möglichkeit, ein DF zu machen. Damit sehen wir alles, was bei mir eingehängt ist. Es ist wahnsinnig viel. Da brauchen wir uns jetzt gar nicht so großartig rumzutun. Völlig egal. Interessanter ist vielleicht die Option DF-H. Zeigt mir, wie viel Platz ist auf dem aktuellen Laufwerk belegt.
Ihr seht, ich habe zum Beispiel da unten einen Ordner namens Media ISOs. Der ist von einem entfernten Rechner eingebunden. Eigentlich dasselbe Rechner, aber das ist dieses Android-Thema. Da müssen wir, glaube ich, nochmal näher drauf eingehen. Aber wenn euch das interessiert, können wir gerne mal machen. Da seht ihr, ich habe insgesamt 6 Terabyte auf dem System. Benutzt sind 3,7 Terabyte. Verfügbar sind 2,4 Terabyte. Damit sind 61% belegt. Und wenn wir zurückwechseln mit dem CD-Befehl aus dem Ordner, aus dem wir gerade gekommen sind, sehen wir, auf dem System ist eine Festplatte eingebunden, die hat eine Größe von 251 GB. Verfügbar sind 92 GB noch. Und das könnt ihr machen, in welchem Ordner ihr auch immer wollt. Hat nämlich den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche anderen Ordner eingebunden habt, der kommt gleich noch. Egal, wo ihr euch befindet, zeigt euch an, wie viel in diesem Ordner quasi für euch noch frei ist, beziehungsweise in den passenden Unterordnern. Dateisystemstrukturtechnisch kann man da ganz viel rumspielen, ganz viel machen. Ist aber auch tatsächlich nochmal ein Thema für ein anderes Video. Wie gesagt, bei mehr Interesse immer gleich unten in die Kommentare reinschreiben. Und vor allem, wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, gebt mir ruhig mal ein Like. Hat nämlich den Vorteil, dann weiß ich, was ihr wollt, und dann können wir da auf ein paar Themen näher eingehen. Ich habe immer wieder noch ein paar Ideen, was wir machen können, aber wir schweifen gerade vom Thema. Nächster Befehl. So, wechseln wir wieder in den Workshop-Ordner. Ach, das ist auch eine ganz interessante Kombination. Das hier steht für euren Home-Ordner. Könnt ihr also relativ schnell innerhalb eures Home-Ordners rum navigieren und funktioniert auch in Skripten sehr gut, weil dann spielt es nämlich gar keine Rolle, welcher Benutzer das ausführt. Es würde immer im Benutzer-Home laufen. Ganz praktischer Tipp. So, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt hier jede Menge Dateien. Wenn ich jetzt zu faul bin zu rechnen, wie viel das ist, mache ich einfach ein DU und sehe, das sind 42, 12 Äpfelbirnen, was auch immer belegt. Natürlich geht das auch etwas lesbarer für uns Menschen. In diesem Ordner befinden sich 4,2 Megabyte an Dateien. Geht mit allen anderen Ordnern auch. Wenn ich jetzt sage, dann machen wir lieber nochmal ein H hinten dran. Sehen wir, wir haben 23 GB an ISOs. 23 GB an ISOs. Ja, das ist eine Menge Holz, was da rumliegt. Aber okay. Ist auch nichts, was man verstecken muss. ISOs sind ISOs, ne? Die sind nun mal groß. So, jetzt gibt es noch einen schönen Befehl zum Identifizieren. ID. Das ist quasi meine persönliche ID hier auf diesem System. Die User-ID ist Michael, die Group-ID ist Michael. Ich bin in der Gruppe Michael, in den Gruppen ADM, CD-ROM, Sudo, DIP, PlugDev-Users, LP-Admin, SambaShare, Docker. Müsst ihr euch nicht so großartig darum zu kümmern. Ja, wir haben viele IDs. Oder ich habe viele Gruppen. Und wenn ich hier auf die ID von Root gucke, würde ich sehen, dass ID 0, also User-ID 0, Root und Group-ID 0, Root in der Gruppe 0, Root drin steckt. Logisch. Spannend, hä? Naja, gut, okay. Aber damit kann man auf jeden Fall schnell herausfinden, wer man auf dem System ist. Viel wichtiger ist zum Großteil aber auch, in welchen Gruppen man steckt, denn das hat oftmals größere Auswirkungen auf das, was ihr auf dem System machen dürft. So, und jetzt programmieren wir das erste Mal einen ganz tollen Befehl. Ganz toll, ja, ist mir schon klar. So, jetzt haben wir uns eine Datei angelegt mit dem Namen world.sh, in der Echo World, Hello World steht. So, wenn ich diese Datei jetzt ausführen möchte, geht nicht. Wenn ich sage, geht nicht. Jetzt kann ich das natürlich auch so ausführen. Dann würde das gehen. Wir sehen, das Programm gibt Hello World aus.
Ich weiß, für die Programmierer unter euch, da fehlt noch einiges drumherum. Ist mir klar, ich weiß, was fehlt. So, um das Ding jetzt ausführbar zu machen, können wir einfach chmod 750 machen. World.sh. Und jetzt haben wir eine ausführbare Datei. Und die funktioniert auch noch. Verdammte Scheiße, das funktioniert. Ohne den ganzen Klimbim-Bamborium drumherum. So. Jetzt gehen wir aber mal genauer darauf ein, was das alles ist. Wir haben jetzt hier die Berechtigungen für den Benutzer Michael und die Gruppe Michael. Der Benutzer und die Gruppe dürfen das Ding lesen, dafür steht das R, dürfen es ausführen, dafür steht das X Executable und der Benutzer selber, er hier, darf schreiben. Alle anderen, die in der Gruppe stehen würden, dürfen nicht schreiben und alle anderen dürfen gar nichts mit der Datei machen. Das ist ein interessantes Thema, da kann man sich, wenn man möchte, mehr damit beschäftigen. Typisches Beispiel ist, ihr habt eine Gruppe Users und mehrere Leute sollen auf die Datei zugreifen können. Deswegen gehen wir jetzt mal. Ach, Moment. Ich war hier noch da gestanden. Ich habe die Berechtigung mit chmod gesetzt, 750. So, das ist immer in drei Zeichen unterteilt. Dieses Zeichen hat eine Wertigkeit von 1, Wertigkeit von 2, Wertigkeit von 4. Binäres Rechnen heißt, 1 plus 2 plus 4 wäre 7. Das hier wäre 1 plus 0 plus 4 ist 5. Und so kommen wir auf diese 750. Interessante Schreibweise, funktioniert gut. Man kann auch Folgendes machen. Die Gruppe soll auch schreiben können. Group plus write. Und wenn wir uns jetzt die Datei ls-lrworld anschauen, sehen wir, hier hatten wir kein w und hier hatten wir ein w dazugefügt. Funktioniert super. So, und jetzt machen wir noch Folgendes. Wir ändern die Gruppe zu. So werdet ihr bei den meisten Unix-Systemen und Linux-Systemen auf viele Sachen treffen. Persönliche Kennungen werden und persönliche Homes werden meistens mit Benutzername und Gruppenname sind die gleichen zusammengeführt. Auf sowas hier werdet ihr vielleicht auf Gruppenablagen treffen. Windows-Leute können davon ein Lied davon singen. Das ist viel, viel einfacher unter Linux gehalten. Viel, viel einfacher. Macht aber die Konzeption des Gesamtsystems etwas komplizierter. So, jetzt sehen wir auch, die Farbe hat sich von hier oben zu hier unten geändert. Hier oben war sie weiß und hier unten ist sie grün. Grün heißt, es ist eine ausführbare Datei. So, und was heißt das Ganze jetzt hier? Der Benutzer Michael und alle Mitglieder der Gruppe Users dürfen diese Datei lesen, schreiben und ausführen. Ob sie in den Ordner kommen oder nicht, steht hier oben bei den Berechtigungen plus die Berechtigungen, die drüber noch sind. Geht schon sehr weit. So weit wollen wir heute noch gar nicht gehen. So, für den Netzwerkfetischisten unter euch gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die man unter einem Linux-System machen kann. Eine der wichtigen Dinge, die wir machen können, ist ein Ping. 192 und 68.1.1, das ist ja das Default-Gateway, das wir vorhin gehabt haben. Wenn wir das anpingen, sehen wir wunderbar. Ich komme an mein Default-Gateway ran, Steuerung C, beendet diesen Befehl, der würde einfach weiter durchlaufen. Das heißt, ich kann ihn anpingen. Super. Ist kein Garant dafür, dass die Verbindung tatsächlich stabil oder ähnliches ist, heißt nur, ich erreiche ihn netzwerktechnisch. Viele Gründe, die dazwischen liegen, unter anderem auch der Typ des Paketes, der versendet wird, entspricht nicht einem normalen Netzwerkverkehr. Ihr könnt da gerne mal was drüber nachlesen, muss aber erstmal fürs Erste nicht sein. Nur so viel gesagt, es ist kein Standardpaket, sondern es ist ein spezielles Paket, dieses Ping-Paket. So, somit wissen wir, wir können das Ding erreichen. Das ist ein Netzwerkbefehl. Der nächste Netzwerkbefehl, den wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Eigentlich sind es zwei, aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Nicht bei jedem System ist alles drauf. So, wir haben hier einen Befehl NSLOOKUP.
Wow, super. NSLookup ist ja super genial. So, wir wollen nach der Domain bacon-lp.de gucken. Und dann sagt er uns, die Domain ist da und da und das ist die Adresse. Ja, wozu braucht man denn das? Ihr könntet jetzt anhand dieser Adresse im Internet danach suchen, wo der Server steht. Könnt ihr gerne mal machen, gar kein Problem. Wunderbare Geschichte. So, und wenn wir jetzt wissen wollen, ob ein Namenserver einen anderen Eintrag hat, können wir hinten dran mit einem Minus noch sagen, wo er nach dem Namen suchen soll. 8.8.8.8 ist der Namensserver von Google. Der sagt uns das. Und wir können auch den von Cloudflare mal verwenden. Der sagt uns das Gleiche. Es kommt überall das Gleiche raus. Wenn das nicht so wäre, dann wäre das Internet meiner Ansicht nach kaputt. Nicht vielleicht meine Domain, klar. Aber bei vielen anderen Domains wäre das ein Problem. So, jetzt kann es aber passieren, dass er auf einem Derivat Linux irgendeine Distribution sein, wo NSLookup nicht standardmäßig installiert ist, dann könnte es sein, dass bei euch eventuell Dig installiert ist. Dig ist für Buddeln, Graben, wie auch immer. Wie ihr seht, vom Prinzip her ist die Anzeige nur anders. Das Ergebnis ist das gleiche. Diese Domain befindet sich hinter dieser IP-Adresse. Super, haben wir doch nochmal was gelernt. Jetzt haben wir noch einen Befehl IP-Tables. Mit IP-Tables können wir Firewall setzen. Für mich persönlich, das ist aber meine persönliche Einstellung, da gibt es viele Leute, die das anders sehen. Ich verwende gerne IP-Tables-Safe und könnte mir damit die Tabelle der Firewall-Regel anschauen. Kann ich aber nicht, weil ich nicht die Berechtigung dazu habe. Deswegen schauen wir uns einfach mal die Berechtigung hier an, die ich dafür bräuchte. Und wir sehen, nur Root und die Gruppe Root darf lesen. Deswegen darf ich nicht, weil ich nicht zu den beiden nicht Root bin und nicht zur Gruppe Root gehöre. Gut. IP-Tables. Man könnte stundenlang darüber philosophieren. Toll, schlecht, was auch immer. Mir völlig egal. Nur, dass ihr mal gesehen habt, es gibt den IP-Tables-Befehl. Als normaler Benutzer dürftet ihr ihn im Normalfall gar nicht verwenden. Deswegen IP-Tables. So viel sei. Ja, oder wollen wir noch mal da reingucken? Nein. So, und als letzten gebe ich euch heute noch einen mit. Das ist der History-Befehl. Mittels des History-Befehls können wir uns anschauen, was wir in der letzten Zeit gemacht haben. Ihr seht, da stehen über 2000 Einträge bei mir mittlerweile drin. Die History wird auch abgespeichert. Ja? Es gibt hier einen Trick, weiß ich nicht. Wenn ihr, bevor ihr einen Befehl macht, ein Leerzeichen setzt und danach in die History reinschaut, taucht der Befehl nicht auf. Also Leerzeichen vorne dran, taucht nicht in History auf. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Den Grund könnt ihr bei anderen erfahren. Ist mir persönlich egal. Manchmal kann man diesen kleinen Trick gebrauchen. So, das soll es dann mal für heute auch schon wieder gewesen sein. Ganz viele Befehle. Und eins drohe ich euch noch an. Wir werden uns mit folgendem Befehl das nächste Mal noch beschäftigen. Mit dem hier. Mit dem VI Improved. Aber trotzdem, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach unten, ein Like, ein Plus 1, schreibt Kommentare. Höre ich gerne, lese ich gerne, sehe ich gerne. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.